Endgeräten. Wir haben heute eine weitere wundervolle Seele bei uns im Seelenzirkel. Und das ist Philipp. Philipp Stegmüller, hallo. Hallo, danke für die Ehre, die Einladung. Danke, dass ihr die Zeit nehmt. Die Ehre ist ganz meiner Seite. Ich habe dich kennengelernt schon vor Jahren tatsächlich im Tipi, im Singkreis und bin dann erst dieses Jahr wieder dazugestoßen und habe mich so geärgert, weil du nämlich jetzt eigentlich München verlassen hast. Kurz zu dir, du machst Singkreise, du hast den Kreiskulturverein gegründet. Wir sind hier im Javali, der sehr eng miteinander verknüpft ist. Und du hast sozusagen jetzt gerade andere Pläne und da kommt auch der Lorbeer her, nämlich Italien. Was machst du gerade in Italien? Ja, wir bauen dort eine kleine Insel auf, eine Insel der Glückseligkeit, ein Permakulturgarten. Es soll ein Platz werden, wo Menschen einfach abschalten können, zur Ruhe kommen können. Es ist auch nicht so weit. Ja. Wir sind in Europa, man kann mit einem Tank dorthin fahren und wir haben dort ein kleines Haus gekauft und einen sehr großen Garten. Mhm. Und das Tipi ist jetzt schon dort und wartet dort aufgebaut zu werden. Und vielleicht hast du schon von der Prophezeiung der Hopis gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du davon gehört hast. Und die sagen ja auch, know your garden, know your water. Und nachdem mir dieses System letztendlich Arbeitslosigkeit geschenkt hat, durch diese sogenannte Pandemie, habe ich mir gedacht, wow, ich habe da noch ein bisschen Geld geschenkt bekommen, jetzt kann ich meinen Traum realisieren, ich löse mich aus den Verstrickungen des Geldverdienen-Müssens in dem Maße und suche mir ein Fleckchen Land und für 200 kriegst du in Bayern nichts. Und dort haben wir das Glück gehabt, etwas zu finden, was wir uns gerade leisten konnten. Und da sind wir jetzt heftig am Renovieren und soll aber schon dieses Jahr losgehen mit Programm. Also. Und du bist auch laut Irlmaier im sicheren Gebiet. Gott sei Dank. Gut zu wissen. Also zumindest gibt es keinen gelben Streifen und so weiter. Okay. Ja, also es ist wieder sozusagen eine Sendung vom Himmel gefallen, deswegen sind wir heute da. Und zwar war gestern irgendwie Tag der Kinder, also es war alles so ein Zeichen der Kinder. Ich war bei meiner Klientin und wir sprachen über Astrid Lindgren und wie sie die Kindheit von so vielen Millionen von Kindern bereichert. Und ich hatte so einen tiefen Dank dieser Frau und ihrer Lehre gegenüber, der Lehre des Mitgefühls, des Lebens, des Seins, des Geschehenlassens, des Wildseins, des Herzens, der Mitmenschlichkeit, all das hat sie uns geschenkt in der Kindheit und es begleitet unser Erwachsenenleben. Und so sprachen wir darüber. Und am Abend habe ich deinen Post gesehen, dass du wieder etwas Neues planst, und zwar mit Kindern. Und du hattest Gedanken dazu. Ist es okay, das so zu machen? Ich weiß meine Antwort absolut. Aber magst du erst mal erzählen, was du mit Kindern machen möchtest und was du dir auch gedacht hast? Ja, ich habe ja selber drei wunderbare Kinder und hatte damals im Tipi dann eben irgendwann auch die Idee, beziehungsweise es kam eine Anfrage, kannst du nicht mal im Kindergarten singen? Und ich hatte gerade einen Wandel vom Lichtplaner zum Musiker und habe dann angefangen, Musik in Kindergärten zu machen. Ich hatte am Anfang 12 Einrichtungen, 15 Einrichtungen in München, bis ich gemerkt habe, auch da kann man zu viel machen. Ich habe eine Kinder-Yoga-CD produziert, ein Kinder-Yoga-Buch. Ganz, ganz tolle Sachen sind da entstanden und dann habe ich halt jeden Dienstag auch mit den Kindern im Tipi gesungen. Wundervoll. Also viel Kinder singen und vor allem auch natürlich mit den Mamis und den Papis und die singen dann auch alle fleißig mit, wenn ihr Kleines oder ihr Kleiner da eben mitsingt. Mhm. Ja. Und gerade so unsere alten Kinderlieder, auch die deutschen Kinderlieder können uns erinnern, ja, to remember, wieder ein Teil, ein Mitglied werden vom Kreis des Lachens, des Lichtes, des inneren Kindes, des Spielens, des Freiwerdens von Konventionen. Und es war eine tolle Zeit. Da habe ich viel mit den Kindern gesungen und viel rumgekaspert. So mit Kindern, die schenken dir sowas ganz Besonderes. Diese Direktheit, ja, also die Arbeit mit Kindern, da kannst du, musst du direkt sein und auch klar und strukturiert und trotzdem fröhlich und
Grenzen kommunizieren, das ist sehr lehrreich gewesen. Und jetzt hat es eine längere Pause gehabt. Ich durfte jetzt quasi noch nicht mehr singen und auch das Tipi gibt es nicht mehr und ich darf dort nicht mehr Veranstaltungen machen wegen den aktuellen Auflagen. Mögen sie bald vorübergehen. Und ich habe mich gefragt, kann ich, so wie ich es jetzt für die Erwachsenen mache, auch ein Online-Singen anbieten für Kinder? Weil dann hocken die vor der Glotze. Und dann kam aber mir auch ziemlich schnell die Antwort, bevor sie vor irgendwie Pixar-Filmen sitzen oder was weiß ich, dann sehen sie mein Gesicht. Und wir durften wirklich feststellen, in letzter Zeit auch über Zoom können die Körper, die Energiekörper in Resonanz treten. Ich denke, die Kinder werden sich freuen, mein Gesicht zu sehen und mal winken. Und wenn ich dann Hennigeti in die Kamera singe und kommen auch schon die ersten Anmeldungen rein. Also es soll ein wöchentliches Format sein. Singsang, Kinder singen, genau. Ja. Also wir sind ja sozusagen ein spiritueller Sender und da würde man jetzt im ersten Moment vielleicht denken, wieso reden wir über dieses Kindersingen? Aber es ist ja sozusagen die Heranführung an eine tiefe Mystik. Also es ist ein erster mystischer Eingang für Kinder. Und es ist nicht eigentlich in uns allen immer der Wunsch, dass wir Kinder stärken von Beginn an und sie sozusagen von tief an einen Zugang zu ihrer Seele finden und sie singen ja aus tiefster Seele bei dir. Ich weiß nicht, ob du bei den Kindern auch die gleichen Mantren machst wie mit uns oder ist das anders? Also das ist auf jeden Fall anders, aber nochmal kurz einen Schritt zurück. Mhm. Mein Picasso hat es ja auch so schön gesagt, der hat ein Leben lang gebraucht, um zu malen wie ein Kind, ja? Und es ist ja, oder der im Tao Te Ching heißt Learn to Unlearn One's Learning, ja? Also dieses wieder, die Konditionierung, die drauf gekommen sind, wieder wegzubekommen, ist eigentlich der Prozess. Und das ist wirklich schön bei den Kindern zu sehen, viele da einfach dann so in dieser Freiheit einfach noch sind. Und das inspiriert dann die Erwachsenen. Und sie haben vielleicht ein Stück weit in Erinnerung, boah, da war das Tipi, da war das Feuer, da war das Singen, ja? Meine Mutter zum Beispiel, Tradition von meiner Mutter, die hat immer eine Malschule gemacht, meine Großmutter schon für Kinder und eben auch dort viel freies Malen. Also, ja. Und mit den Kindern singe ich auch Mantren, aber entsprechend angepasst. Also wir haben ein wunderschönes Shanti Om Mantra mit den Kindern gemacht. Was interessant ist, es passiert öfters, dass ich für die Kinder ein Lied aufbereite, was dann zurück zu den Erwachsenen kommt, als andersrum. Also etwas Längeres, Komplizierteres singe ich nicht mit den Kindern so. Ja, das soll ja leicht sein. Klar. Es ist sowieso wichtig, dass das Singen leicht ist. Je mehr ich diese Arbeit mache, desto einfacher werden die Lieder. Weil es geht ums Singen und ums Reinkommen, ums Loslassen von Text. Bei mir gibt es auch keine Textblätter. Also ich singe halt viel mit den Kindern, vor allem auch so, Mantra ist ja alles, was sich wiederholt. Ja, richtig. Ja, okay. Alles, was sich wiederholt. Es gibt tolle indianische Sachen, die Erden, die machen so Kraft. Es gibt tolle afrikanische Geschichten. Ja. Und dann halt auch viel Deutsch oder mal was so Englisch oder mit... Was mir da gerade, also einfach so eine Erinnerung vom letzten Jahr, also was ich noch ganz kurz sagen möchte zu diesem Thema Kinder vom Bildschirm bringen. Wir hatten ja sozusagen in der Kindheit auch sozusagen die eine Sendung, die man sehen darf zum Beispiel, ne? Sowas wie die Sendung von Amaus oder so. Und ich finde das fantastisch, dieses, wenn du dieses Angebot über den Bildschirm in die Kinderzimmer reinbringst. Aber was mir jetzt gerade eingefallen ist von dem, was du sagst, das war eben so dieses, was passiert bei deinen Singkreisen. Also ich bin ja erst dieses Jahr wieder dazugekommen und reingekommen und tatsächlich am letzten Singkreis in der Marienklause. Und wenn du das jetzt gerade so erzählst, erinnere ich mich daran, was für ein Zuhausegefühl ich erlangt habe. Das war, ich erinnere mich an eine Szene, wo wir gesungen haben und es ist hier ja tranceartige Zustände, in die du gerätst, je nachdem, was du singst und welche Schwingungen du reinkommst. Und dann war das dieses ganz natürliche Heben der Arme, um die Energie zu empfangen und die Erdung zu haben. Und im ersten Moment weiß ich noch, wie ich so eine leichte Scham in mir empfunden habe, das überhaupt zuzulassen. Ne? Die anderen könnten ja sehen, was du da machst. Das ist ja kein gewöhnliches Verhalten. Und ich habe es dann gemacht. Und mit der Zeit habe ich gesehen, die eine oder andere macht das ganz genauso mit dem Stirn, die Erde berühren als das. Also ich habe dich im letzten Jahr auch einfach als unseren Schamanen erlebt. Wenn ich zum Beispiel an Samhain denke. Das war so ein wundervolles Fest. Herzlichen Dank dafür.
Ja, das ist, für mich war es ja eben auch ein großes Geschenk, was ich erfahren habe. Und nur dann kannst du die so weitergeben. So der Schamane, der sich irgendwann aus schlimmer Krankheit befreit hat, kann vielleicht anderen Wegbegleiter sein. Und ich war vor ungefähr, weiß ich nicht, 20 Jahren, bestimmt jetzt schon hier, 15 Jahre, 14, 15 Jahre mache ich das Singen auf einem Rainbow Gathering. Damals interessanterweise auch in Italien, in den Alpen. Und da habe ich dann die Leute, diese Tipis gesehen und diesen Kreis und Menschen, die dann irgendwie unter Regenplanen irgendwie saßen, gesungen haben und am Feuer Händchen halten. Und habe plötzlich gemerkt, habe ich da so mitgemacht. So, und dass es eben in mir auch so was gibt wie Gefühle, Emotionen, also Emotionen, was in Bewegung versetzt wird durch die Lieder. Und eine Verbundenheit entstanden ist zu den Menschen, die ich teilweise ja gar nicht kannte, so, ja. Aber einfach dieses, du öffnest mit dem Klang einen Raum, der geht, die Mexikaner sagen, der allgemeine Raum, der alltägliche Raum ist der Tonal, du machst den Nagual auf, den Zauberraum, ja, oder mit dem Ohm öffnest du den Sacred Space. Und dann passieren ganz tolle Sachen, die Wissenschaftler sprechen von Herzkohärenz, Gehirnhälften synchronisieren sich und so. Alles, was die Mystiker als spirituelle Erwachungszustände und sowas beschreiben, sind natürlich auch physische Zustände. Ja, richtig. Durch das Singen verlangsamt sich zum Beispiel ein Ausatmen, die Inder nennen es Pranayama. So. Und es ist alles, viele Begriffe kommen alle von hier oben und viele Kulturen haben das halt schon immer praktiziert mit Singen, ja? um dem göttlichen Ausdruck zu verleihen, um den verstorbenen Onkel und die Familie zu betrauern und zu Geburtstag zu... Ja. Und diese Kultur ist den Deutschen leider ziemlich verloren gegangen. Ja. Ja, durch die Weltkriege und auch durch diese Schuld und Schande und Scham, die entstand, auferlegt wurde, wie auch immer, das ist ein anderes Thema, aber durch diese kollektive Schuld, ja, und bloß nicht singen und schon gar keine deutschen Volkslieder zum Beispiel. Also, du gehst in andere Kulturen, es gibt überall Volkslieder, die Menschen ausmachen. Ich bin groß geworden. Ja. Also meine Mutter und ich haben im Auto immer die kompletten Volkslieder durchgesungen. Mhm. Also ja, alles Mögliche. Oder auch jedes Weihnachten wurde bei uns immer gesungen. Und ich habe mir sogar schon mal überlegt, zu so einem Altenheim zu gehen, weil die nämlich immer deutsche Volkslieder singen. Ja, die lieben und ja die Volkslieder. Und dann ja, aber das stimmt. Also wir singen ja tatsächlich keine Volkslieder zusammen, aber ich habe gerade gedacht, wäre auch geil. Ich mache auch ab und zu Volkslieder, also ja. die alten Lieder. Eben gerade im Kindersingen sowieso. Ja. Mit den Kindern. Ja. Kinderlieder. Wundervoll. Das ist ja sozusagen auch unser Erbe, also auch unser kulturelles Erbe, dass wir mitnehmen dürfen. Mhm. Also wir müssen nicht nur die indianischen Gesänge singen, wir können auch unsere Gesänge singen. Mhm. Okay. Ja, ich sehe jetzt noch diesen Lorbeer und ich habe ein bisschen was von dem Lorbeer erfahren. Er sei gut gegen... Du, ich bin kein Pflanzenspezialist, ich habe nur ganz viel Lorbeer zu Hause. Ich weiß, dass die Kränze, es gibt Lorbeerkränze, es wurden also Lorbeerkränze geflochten. Er ist, wenn du dir mal so ein Blatt nimmst und so ein bisschen mal so zerreibst und riechst, auch wenn man ihn schneidet, er hat so ein ganz Juniper, er hat einen ganz tollen Duft. Ja? Also Wacholder, Lorbeer, jede Pflanze hat eine Botschaft. Und ich finde, der Lorbeer hat so was Ehrvolles, Würdiges, Seriöses. Und er ist einfach toll zum Kochen. Du kannst ihn ins Wasser schmeißen, zu den Kartoffeln, in die Nudelsauce oder ins Sauerkraut. Und ich habe eben so viel Lorbeer und ich musste den ein bisschen schneiden. Und dann habe ich eine ganze Ladung in den Kofferraum. Und halt mal mitgebracht, so für heute, dass sich jeder ein bisschen nimmt. Wundervoll. Herzlichen Dank, Philipp, für die Grüße aus Italien. Ja, vielen Dank. Später ist noch eine Filmaufnahme. Genau, wir produzieren heute ein bisschen Material für nächstes Musikvideo. Ja. Hier in den Räumlichkeiten, ein Kamerateam und ein paar Statisten, genau. Wir freuen uns drauf und werden noch dabei bleiben. Ja, ihr seid eingeladen. Seid hier, bleibt hier. Natürlich. Herzlichen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Okay. Nein, für deine Zeit. Ne? Und also es war geführt mal wieder. Ne? Hoffen wir, dass alles im Video ist, was gesagt werden sollte und was raus in die Welt sollte.
Und, ja, danke auch an die Kamera und an die Technik. An die Technik und an Nico und an Diawali vor allem. Mhm. Fein. Bis zum nächsten Sinnkreis. Ja, bis zum nächsten Sinnkreis oder kommt mal in der Toskana ja, vorbei. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, sagt Leuten, ja, die Kinder haben. Ja. Ich freue mich, wenn ich eine Werbung machen darf. Ja. Ihr könnt alle meine Alben auf Spotify entdecken unter Philipp Stegmüller. Habe ich schon entdeckt und bin viele Autofahrten. Wer folgt, wer hört, freue ich mich, weil es nimmt langsam ein bisschen Fahrt auf. Ja? Ja. Und wenn es sich noch steigert, dann habe ich ein bisschen passives Einkommen. Ja, weil das ist nämlich so, das ist so wichtig für die Seele, das gemeinsame Singen, dass man so ein starkes Bedürfnis hat, diese Gesänge auch nicht nur, wenn man sich trifft, zu singen, sondern auch so. Und deswegen bin ich tatsächlich ziemlich stark auf deinem Spotify-Kanal gewesen. Juhu. Und ich fahre viel Auto unter der Woche und sing dann für mich im Auto deine Gesänge. Also es ist wirklich wahr. Sehr gut, das ist richtig. Okay, danke. Danke, danke.